So, ihr Lieben, heute kochen wir wieder. Der Kochbuchautor Markus Grillenberger ist bei uns. Kauft dieses Buch direkt bei markusgrillenberger.com zu bestellen. Lieber Grilli, was hast du uns heute mitgebracht? Danke, dass du zu mir gekommen bist, wieder nach Barzell. Heute kochen wir chinesisch. Ganz genau. Du hast ja gesagt, du willst einmal was nicht Typisches sehen, was man immer im Multidampfgarer sehen, sondern wir machen mal vielleicht ein bisschen was Neueres, aber auch wieder was sehr Einfaches, wo ich alles eigentlich in den Multidampfgarer hineinbringe. Und zwar machen wir Udon-Nudeln, das ist asiatische, chinesische Nudelspezialität, ist vorgegart, muss man dazu sagen. Ja, das sind diese weißen Nudeln, wir haben die ein bisschen kleiner gemacht, damit es einfach besser zu mischen ist. Normal sind die endlos lange, kann man fast sagen. Und ich habe mir da jetzt auf dem Blech schon mal alle Zutaten, die ich brauche, hergerichtet. Das ist dein Wok? Das ist im Grunde mein Wok. Super. Mhm. Und das halt im Blech, im Multidampfgarer, und das Ganze wird halt nicht gebraten, sondern gedämpft, weil es meiner Meinung nach genauso gut schmeckt. Also die Zutaten bleiben auch alle drinnen. Gesund. Ich habe da ein paar Pilze drinnen, ich habe die Udon-Nudeln drinnen, da habe ich frischen Koriander und ein bisschen Junglauch, den kommen wir einfach später dazu. Dann habe ich die Garnelen, die kommen auch erst so 3 Minuten, bevor das Ganze fertig ist, dazu hinein. Ein bisschen Gemüse, das richtig schön knackig bleiben soll, auch erst die letzten 3 Minuten hinein. Da habe ich jetzt noch drauf, ich habe da Zwiebel, ich habe Ingwer, da ist ein bisschen Petersilie, wir haben Wurzelgemüse, Paprika, die Schwammerl eben, da ist ein bisschen Miso-Paste, ja, also das ist ganz eine gute Geschichte, das auch noch Soja ist, fermentierter schwarzer Knoblauch ist mit drinnen, ein bisschen Limettensaft kommt auch dazu, später dann, wenn wir das abschmecken, das Ganze. Jetzt richte ich das einfach mal zusammen, dass wir das gleich dämpfen können. Okay, das heißt, alles klar. Jetzt schmeckt man das einfach mal ab. Das heißt, jetzt kommt da gleich dazu die Ponzu-Soße oder die Sojasauce, da kann gut was drauf, damit der Saft drinnen ist. Wir machen jetzt ungefähr 3 Portionen, das heißt, da kann, in München sagt man so ein Maifall dazu. Ah, ja, genau. So ein bisschen mehr wie 8 Liter. Da haben wir noch 8 Liter, ja. Zwiebel, Zwiebel. Und so die Ponzu-Soße hat eben schon so ein bisschen zitronentypischen Geschmack. Ich finde das einfach erfrischend, den Geschmack. Das ist auch jetzt für den Sommer, wenn es heiß wird, ganz eine gute Geschichte. Dann noch ein bisschen Zitronen- oder Limettenöl könnte man dazu hineingeben. Das heißt, auch so ein paar Tropfen dazu, geröstetes Sesamöl, das gibt also diesen typischen Geschmack einfach dazu. Sondern und wer es nicht scharf will, kann ein bisschen Chili aus der Mühle gleich dazu. Ein Kilo genügt. Ein Kilo genügt, ganz genau. Und jetzt, damit es natürlich süß-sauer wird, muss natürlich da ein Esslöffel Zucker dazu. Also ich mache das wirklich richtig süß. Man darf sich jetzt nicht schrecken, es ist die Sojasauce salzig, die Miso-Paste salzig. Jetzt können wir das einmal ganz kurz, darfst du gleich machen, ganz leicht einfach mal verrühren, damit es vermischt ist. Dann wird das jetzt 7 bis 8 Minuten ungefähr gedämpft. Bei Vitaldampf, nennen wir es Grad oder Dämpfen, 100 Grad, Steam bei 100 Grad wird es gedämpft. Das kommt dann außer, also die letzten 3 Minuten kommen die Garnelen und das andere dazu. Wir dämpfen es einmal kurz nach und dann richten wir schon. Also Grilli, entweder Steamify einfach auf 100 Grad stellen, genau. Oder Dampfgarn oder auch Vitaldampf, hast du gesagt, 100 Grad. Genau, Vitaldampf, okay. 100 Grad dämpfen einfach, weil wir mit einer 100%igen Luftfeuchtigkeit arbeiten und das Ganze ist gleich fertig. Perfekt, super. Super. Wie wollen das machen? Schön. Grilli, was? Sehr schön. Habt ihr das gesehen? So, machst du nur gleich einmal auf? Ihr seht, ich kann ja nur ich machen. Ja, perfekt. Wo es hingibt, ist ganz gleich, das Klima wird im ganzen Garraum drinnen schön gleichmäßig verteilt. So, Türe zu und in 7 Minuten sehen wir uns gleich wieder. Okay. Super. Grilli, die 7 Minuten sind vorbei. Sehr gut. Der Timer ist abgelaufen. Einmal die Türe bitte auf. Jetzt kommt das andere Gemüse dazu. Also ein paar Sojasprossen habe ich da, ich habe noch ein paar Erbsenschoten und Pak Choi. Das soll richtig, richtig knackig bleiben. Wir sehen, wie schön das da eigentlich schon gegart ist. Jetzt kommt es da einfach einmal da oben drauf. Ein bisschen grob verteilt. Und die Garnelen setze ich jetzt auch gleich da drauf. Wer das Ganze natürlich vegetarisch haben möchte oder was auch immer, der kann natürlich die Garnelen auf einem separaten Blech machen. Ich finde aber diesen Geschmack da drinnen ganz gut für die Garnelen. Manche würden vielleicht so Austernsoße oder was dazu aufgeben. Ja, das sparen wir jetzt einfach, indem ich das gleich direkt drauf setze. Circa 3 Minuten braucht es jetzt, vielleicht wenn die Garnelen recht groß sind oder vielleicht ein bisschen gefroren sind in der Mitte. 3-4 Minuten. Würde 3-4 Minuten jetzt einfach so, Türe zu und dann sehen wir sie gleich wieder. Grille. So, ihr Lieben, es piepst wieder, ihr hört es.
3 Minuten, das heißt Grille, du hast jetzt, ich mach dir das auf, bitte schaut euch das an. Wunderbar. Warte, jetzt sind wir da fertig. Schaut, die Grillen sind schön, ich glaube, das passt mit den 3 Minuten, der Pak Choi ist leicht angegangen, jetzt können wir auch rechnen. Die hat was da. Die hat was. Die hat was? Ja, die hat was. Wo hat die was? Achso, okay. Ja, ja, die hat eine Kostprobe. Das ist sehr gut. Jetzt mache ich das fertig, indem ich da einfach trotzdem noch für Säure ein paar Tropfen Limettensaft drauf gebe. Vielleicht ein paar so frische Limettenzest dann einfach nur drauf. Also ich natürlich auch Zitrone, ich finde das halt immer ganz frisch am Anfang. Dann, ich finde halt, Koriander ist bei so einem Gericht ganz wichtig, den rupfen wir da einfach grob rein. Das rühren wir jetzt einfach durch. Jetzt haben wir dran. Die Stärke von den Nudeln bindet das natürlich auch ein bisschen. Man könnte das natürlich alles in einem Wok alles miteinander anrösten und einzeln rösten, damit das halt. So, und das haben wir jetzt beim Thema Grille, das wollte ich jetzt nämlich vorhin ansprechen. Das bedeutet, du hast ca. 10 Minuten braucht das Gemüse zum Schneiden. Ja. Ich würde 3 Minuten brauchen, aber du bist da ein bisschen langsam und regler. Aber selbst der Ungeübte hat das in 15-20 Minuten geschnitten. Ja. Und dann haben wir noch keine 15 Minuten Kochzeit und hat ein wunderbar herrliches Gericht am Tisch. Ich weiß nicht, ob es geil ist. Na, schauen wir mal. Perfekt, süß-sauer. Wir richten das jetzt einfach da in diese großen Wow. Ordner. Jetzt kommt das einfach da schön. Das ist der Hammergrill. Auf unser Blatter laufen da. Du machst das mit Liebe, gell? Damit man das auch im Video erkennt, dass du mit Liebe kochst. Genau. Mit Liebe und viel Gefühl. So, schön her. Wichtig ist natürlich, dass diese Soße, diesen Sud da genauso mit dazu hinaufgeben. Da die Garnelen. Darf ich dir das jetzt einfach? Ja. Einfach da. Ich hab dich nur ein bisschen unterstützt. Ein bisschen was mal über da. Das kommt da auf, dann noch 3-4 Garnelen drauf da. Der Grille lässt immer was über, das nehmen sie dann mit heim. Genau so ist es. Das fehlt mir dann. Dann noch am Teller. Koriander drauf. Wer mehr Chili drauf haben möchte oder sowas, kann das natürlich dann noch individualisieren oder mehr Zucker, weniger Zucker. Oder vielleicht die Teppanyaki-Soße verwenden. Die hat Teriyaki-Soße. Die hat bereits mehr Süße drin, die ist ja schon fix. Hammer. Schatz, was sagst du da? Also ich glaube, das ist fertig. Ihr Lieben, heute haben wir chinesisch gekocht, das war in 15 Minuten fertig, also gesamt keine 35 Minuten, sagen wir mal so. Ja. Wenn man sagen wir eine halbe Stunde, ganz gemütlich geschnitten, sind wir in einer halben Stunde auf alle Fälle fertig und essbereit. Gerne kocht, das Beste ganz einfach, kocht es noch, lasst es euch schmecken. Gutes Gelingen.